dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Und wieder mal heißt es herzlich willkommen beim munteren Kategorienraten auf dem Gleichsatzkanal. Die Folge Nummer 7 ist hier am Start und wenn dem einen oder anderen diese Nullnummer am Bildschirm etwas strange vorkommt, dann deswegen, weil diese Veranstaltung außer der Reihe stattfindet. Grund ist ein Fundstück, der sich heute Nachmittag auf der englischen Wikipedia-Seite gemacht habe. Und weil diese Definition des Positivismus so gut in unser Thema Hashtag Objektivität passt, wollte ich das spontan gleich nochmal abhandeln, solange das Blut noch warm ist, möchte man sprechen. Ich muss jetzt hier das Ganze übersetzen, was keine größere Schwierigkeit sein sollte. Ich habe da schon etwas vorgefühlt, und zwar zwei Begriffe, die mir wichtig erschienen sind, nochmal nachgeschlagen. Es geht also hier um den Positivismus, und Positivismus ist die Lehre, sozusagen das theoretische Gerüst der realistischen Einstellung der meisten Menschen, die zum einen auf Erfahrung beruht, was hier bei diesem Positivismus auch der Fall ist, und zum anderen eben auf einem beweisbaren Wissen. Und wie hier, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, dass hier diese Textstelle in der technischen Qualität etwas schlechter ist. Ich musste da, es ist sozusagen ein Schnellschuss, musste da aus der Hüfte schnell etwas zustande bringen, und deswegen, es ist nichts an euren Geräten kaputt oder etwas schlecht eingestellt, wie das gleich bewiesen wird, wenn wir wieder auf die alte Datei umschalten. Aber ich denke mal, für unsere Zwecke hier dürfte das reichen. Also, Positivismus ist hier nach der englischen Wikipedia kein Vergleich mit der deutschen, das sollte ich vielleicht noch sagen. Es ist einfach bei den Amerikanern da, die haben da so eine, wie soll ich sagen, pragmatische Ader, ist es wahrscheinlich, dass da einfach die Sachen auf den Punkt gebracht werden, sodass auch ein Normalverbraucher da einigermaßen mitkommt. Vielleicht mit normaler Schulbildung kann man dem Ganzen schon folgen. Aber was ist faul an der ganzen Geschichte, oder weswegen lege ich da jetzt Wert drauf, dass das in Bezug auf Objektivität noch zur Sprache kommt, auch noch in der mehr oder weniger allgemeinen Materialsammlung, weil es sich hier gewissermaßen um eine Verortung handelt, um
das Thema noch klarer ins Blickfeld zu rücken. Also wie gesagt, im Positivismus haben wir die normale Einstellung, gesunden Menschenverstands, Einstellung der meisten Leute, eben basierend auf Erfahrung und dann eben diesen beweisbaren Wissen. Und da hat es eben im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert, hat ein gewisser Auguste Comte aus Frankreich gemeint, er müsste das Durcheinander in der Wissenschaftstheorie wieder auf neue Beine stellen. Und das war dann mehr oder weniger das Ergebnis. Und zwar ging es darum, Positivism is a philosophical theory that states that genuine knowledge, knowledge of anything that is not true by definition is exclusively derived from experience of natural phenomena. Also jetzt wird schon ein bisschen zu lang. Machen wir nochmal kürzer, ich wollte es nur ganz vorlesen, damit die Bloßhörer da den Zusammenhang nicht verlieren. Also es geht, States behauptet, dass ein genuines, also ein echtes, sicheres, wahres Wissen, das hier unterschieden wird von einem Wissen, das nicht durch Definition quasi zur Wahrheit erklärt wird, kommt hier später dann nochmal der Punkt, dass es sich um ein a posteriori Wissen handelt, also ein Wissen nachher, unterschieden vom a priori Wissen, was ein Wissen vorher ist, das nicht auf Erfahrung basiert und eben aus irgendwelchen gedanklichen Kombinationen, die nicht unbedingt eine Verbindung zur Realität haben müssen oder eben dann behauptet werden durch Definition, dogmatisch sozusagen, dass das eben so ist. Wobei diese Unterscheidung not true by definition etwas unglücklich ist, weil hier haben wir es ja auch mit einer Definition zu tun, die dann eben auch wahr sein soll. Aber egal. Was eben noch entscheidend ist, dieses exklusiv ist ein Wissen, das exklusiv von der Sinneserfahrung, Experience of Natural Phenomena and their Properties and Relations, also Eigenschaften und Beziehungen, wird also zugleich behauptet, dass diese natürlichen Phänomene erfahren werden können, was nichts anderes heißt. Ich erinnere an die letzte Folge, dass eben Sinneserfahrung sich schwuppdiwupp in ein theoretisches Wissen, das heißt in einen Gedanken, verallgemeinerbaren Gedanken, eben die Erfahrung verallgemeinern lässt, die gleichermaßen für alle anderen Menschen dieselbe ist. Nehmen wir jetzt mal das Wiegen von irgendeinem Gegenstand oder das Ausmessen eines Gegenstandes ist für alle Menschen, die eben auf diese künstlich definierten Einheiten in Zentimeter und Kilogramm, Gramm und so weiter eingeschworen sind, sage ich mal, und dieses Verfahren akzeptieren, dann ist es notwendigerweise für alle gleich. Dann geht es hier weiter. Thus, information derived from sensory experience as interpreted
interpreted through reason and logic forms the exclusive source of all certain knowledge. Punkt. Also, somit, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, damit es da keine Missverständnisse gibt. Dieses thus heißt auch folglich. Wie dieser Schluss jetzt da zustande kommt, das ist auch mehr oder weniger behauptet. Also diese Information abgeleitet von der sinnlichen Erfahrung und in einem Nebensatz so mal schwuppdiwupp abgehandelt, interpretiert von Verstand und Logik, wird eine exklusive Quelle allen gewissen Wissens, also sicheren Wissens, geformt. Der Positivism therefore holds that all genuine knowledge is a posteriori knowledge, also ein Wissen nachher, verified data, in Klammern positive facts, also dieses verifizierte, bewahrheitete Datum einer Messung, wobei eben wie die Einheiten zustande kommt, wie gesagt, keine Rolle spielt, verifizierte Daten erhalten, die erhalten worden sind von den Sinnen, sind bekannt als empirischer Beweis. Und deshalb ist der Positivism on Empirism basiert. Ich lese das nochmal Englisch, damit da das doppelt gemoppelt ist. Verified data, positive facts received from the senses are known as empirical evidence. Thus, positivism is based on empiricism. Dann in diesem Wikipedia-Artikel kommt dann später nochmal eine Stelle, und zwar argued that much as the physical world operates according to gravity and other absolute laws, so does society. Das deswegen noch mit reingenommen, um zu veranschaulichen, wie das damals gedacht wurde. Man hat da, wie auch in der Psychologie schon angesprochen, immer wieder versucht, sich den Methoden der Naturwissenschaften anzubiedern und da immer wieder Anleihen genommen. Und das ging bei unserem französischen Freund, Begründer des klassischen Positivismus, sogar so weit, dass er eben behauptet hat, dass so wie die physikalische Welt nach absoluten, nach der Schwerkraft und absoluten Gesetzen operiert, ist es auch in der Gesellschaft, in der menschlichen Gesellschaft der Fall. Was natürlich vollkommener Bullshit ist, aber so wurde da gedacht, um eben, und das ist, was uns Christen so erbittert, also das war jetzt nur so eine Redewendung, ich bin da in keinster Weise, was meine sonst betreffenden Glaubensaktivitäten betrifft, da in irgendeiner Weise festgelegt. Diese Anleihen bei den Naturwissenschaften haben immer wieder dazu geführt, dass gerade in Bezug auf den Menschen das spezifisch Menschliche
das nur an der, am konkreten Menschen und nicht an irgendeinem Abstraktionsmonster, wie sie oft genannt werden, da exerziert wird, also nur am konkreten Menschen sind diese Wissenschaften alle himmelweit entfernt, weil sie eben nur die Allgemeinheiten daran, nur das Groben, das gröbste Raster, wenn man so will, daran ausfindig machen oder zum wissenschaftlichen Ergebnis gemacht werden. Und sowas hat vielleicht, damit kann man irgendwelche praktischen Probleme bewältigen, wie auch immer, der in wirtschaftlichen oder politischen Belangen, aber ein Gerechtwerden dem Menschen und dem Subjekt ist es in keinster Weise. Und deswegen sind auch alle höheren Wahrheiten, die aus dieser wissenschaftlichen Methode der isolierten Abstraktion, wie das David Hume genannt hat, eben für höhere Wahrheiten oder eben dann Ableitungen auf etwas Größeres als das spezifische technische Spezialwissen der verschiedenen Einzeldisziplinen ist vollkommen abwegig. Aber gerade eben diese überindividuellen Erkenntnisse, die dann von den Wissenschaften und ihrer Sicherheit und Beweisbarkeit und Objektivität da abgeleitet werden, die sind in keinster Weise haltbar und damit ist auch der Glaube an eine Ordnung der Welt, an eine rationale Ordnung der Welt, die mehr oder weniger ohne typisch menschliche Interessen auskommt, vollkommen abwegig. Man muss diesen Glauben einfach in als einen im religiösen Sinn Aberglauben verurteilen. Von dieser Einsicht sind aber die meisten Menschen himmelweit entfernt, sondern auch gebildetere Zeitgenossen, die unterschreiben solche Aussagen, wie das hier in dieser Nullnummer der englischen Wikipedia da steht. Für die ist das, die schlucken das widerspruchslos. Ohne eben der weitreichenden Folgen dieser Entsubjektivierung, was das letzten Endes ist, bewusst zu sein. Damit hat der einzelne Mensch als solcher nichts zu melden, sondern es ist eine Weltordnung am Werk, die vollkommen ohne so etwas auskommt. Gut, jetzt muss ich hier noch etwas aufpassen, dass ich mit diesem Studio klarkomme und mir hier nicht irgendwelche Fehler unterlaufen, die ich dann später bereue. Schließe die ganze Sitzung ab und stelle fest, dass kein Ton drauf ist oder solche Scherze. Oder eben das Standbild von diesem Artikel, Wikipedia-Artikel, immer noch aktiv ist und ich bin hier auf einem ganz anderen Pflaster und
Ja, nochmal kurz überprüfen, ob diese Fenster gleich sind. Okay, alles klar. So, und jetzt geht es wieder im Text weiter. Und zwar den 133er haben wir schon abgehandelt. Das wäre dann die Nummer 209. Hier ein Beitrag zum Thema Zeit und Gegenstand und Erscheinung ist jetzt hier schon, jetzt muss ich doch nochmal zurück. Wieso? Oh, großes Chaos. Hier bin ich, weil ich mein Markierfenster wieder nicht eingeschaltet habe. Aber jetzt, hier ist, wie gesagt, das, was von Bedeutung ist, schon als Gleichstandslink quasi markiert. Es geht um die Zeitordnung, dann die Erscheinungen. Erscheinungen gibt es nur für ein Bewusstsein, also klingelt sofort die Subjektivitätskasse. Und dann der Gegenstand als mit einem anderen Wort das Objekt, von dem sich ja auch der ganze Objektivismus ableitet. Darf man nicht vergessen, es geht hier immer nur, es gibt keinen Objektivismus ohne Objekte. Und jetzt das Ganze im Zusammenhang. Erst das Übertragen der Zeitordnung auf die Erscheinungen macht die Vorstellung eines Gegenstandes möglich. Also es gibt keinen Gegenstand ohne Zeit. Es gibt auch keine Objektivität ohne Zeit. Und damit wäre eigentlich, das müsste eigentlich für jeden normal denkenden Menschen, sage ich jetzt mal, jetzt bin ich auf demselben Rationalitätstrip, müsste jetzt für meine Begriffe schon einleuchten, weil eben, wenn die Zeit mit eine Rolle spielt, dann kann keine Objektivität als an sich Feststellung und dieses an sich macht, definiert sich dadurch, dass es eben über jede spezielle Zeit hinaus und über jeden besonderen Raum, an jeden individuellen Raum und individuelle Zeit, das heißt besondere Zeit hier an diesem Ort und zu dieser Zeit eine solche Objektivität dann nicht möglich ist. Weil die Zeit relativiert. Aber kommt mir schon fast so vor, als würden die Objektivitätsanwälte, das ist nämlich typisches Anwaltsgebaren, dann doch noch irgendein Schlupfloch zu suchen. Wie man dann, ich muss schon sagen, einem Großteil der Bevölkerung, die von Tuten und Blasen eher weniger Ahnung haben, dann doch noch den Glauben an diese höheren Wahrheiten dann noch belassen kann. Weil ja auch, es gibt ja auch ein psychologisches Bedürfnis danach, dass eben alles rational und vernünftig und in ordentlichen, geregelten Bahnen, dass da nichts schiefläuft oder falsch läuft. An sowas glauben ja viele und verknüpfen diesen Gedanken eben auch mit einer Regierung oder mit anderen Autoritäten, die dann eben schon wissen, was sie tun und denen muss man dann vertrauen und die bauen dann auch auf irgendeine Glaubwürdigkeit, die sie genießen, die aber
hint und vorn jeder Legitimation entbehrt. Nun gut, mein Job wäre schon lang erledigt, würden solche einfachen erkenntnistheoretischen Angelegenheiten einem größeren Kreis, sagen wir mal, ab der 10. Klasse, Oberstufe, kann man mit sowas schon anfangen. Vorher ist da noch viel zu viel Bedürfnis, Psychologie im Spiel, um da, muss schon sagen, Einschnitte sind es in das normale Denken oder überhaupt in irgendeine Normalität, die man aber Kindern sage ich mal, ab 12 kann man denen schon sowas zumuten, weil die ja auch wissbegierig sind und die wollen dann eben auch einen Maßstab oder Kriterien haben, die gelten und mit denen man dann auch gegenüber Erwachsenen dann irgendetwas geltend machen kann. Aber sowas passiert eben nicht und deswegen muss ich mich bis ans Ende meiner Tage rumschlagen mit dem, gegen was kein Kraut gewachsen ist. Okay. Genug ausgeheult. Es wartet die Nummer 74. Ein kurzer Blick auf nicht. Du bist hier nicht gemeint. Hier, den Kollegen haben wir 8 Minuten, spricht der Chronometer. Da kann ich das jetzt noch ruhig angehen lassen. Also, die Nummer 74. Jedes Ding ist, was es ist und nichts anderes. So formuliert klingt es nach Allerweltsverstand, nach dem gefällt mir, habe ich jetzt jüngst gelesen, da wurde von einer vulgären Psychologie gesprochen, die einen vulgären Begriff von der Seele abhandelt. Sagen wir hier, für das vulgäre Denken ist das hier der Inbegriff einer Aussage über Realitäten. Jedes Ding ist, was es ist und nichts anderes. So stelle ich mir jemanden vor am Stammtisch, der dann auf den Tisch haut und fertig. Oder irgendein Familienoberhaupt, das dann, oder von mir aus in einer Firma, dann am großen Konferenztisch spitzt sich die Diskussion zu und dann wird auf den Tisch gehaut und dann heißt es, jedes Ding ist, was es ist und nichts anderes. Basta. Und hier in sozusagen vulgärer Stammtischsprache ist hier der Gedanke einer höheren Wahrheit, der Objektivitätsgedanke, der Gedanke, dass etwas an sich existiert. Und zwar in seinen Eigenschaften klipp und klar beschreibbar in seinem Sein. Und auch unterschieden von allem anderen definitiv die Sicherheit und die Gewissheit dieser Aussage tropft hier quasi, vielleicht mache ich mal den Spaß und lasse da hier von der Nummer 74 auf die Nummer 24 da Realität heruntertropfen.
Und nun die konträre Behauptung eben, dass es mit diesen Dingen nicht so einfach ist, wie es scheint, mit diesem ontologischen Sein dieser Dinge. Bei Dinge klingelt wieder die Gegenstandskasse, also Ding heißt gleich Objekt. Und verweisen möchte ich hier nochmal auf Kollegen Kant, der im 18. Jahrhundert da für Furore gesorgt hat, mit seiner Behauptung, dass das Ding an sich, und um ein solches handelt es sich hier, das sind Dinge an sich, die sind, was sie sind und nichts anderes, dass eben diese Dinge an sich für den menschlichen Sinnesapparat nicht erkennbar sind, dass es sich etwas Überindividuelles handelt. Kant nennt so etwas transzendent, dass etwas, das gleichermaßen für alle Menschen gilt, kein Erzeugnis einer Sinneserfahrung sein kann, sondern eben eine Abstraktion, eine Vorstellung, eine Konstruktion im Denken ist, wo die Beweisbarkeit einfach fehlt. Kant sagt eben dazu, dass das kein Gegenstand menschlicher Erkenntnis ist. Und die Nominalisten haben einige Jahrhunderte vorher schon gesagt, dass eben das Ding an sich, das heißt diese absolute Verallgemeinerung, nicht existiert, dass Allgemeinheit keine Existenz hat. Oder noch früher einer der griechischen Skeptiker, Antisthenes, der behauptete, ein Pferd sehe ich wohl, aber keine Pferdheit, spricht diese Erkenntnis eben auf seine Weise aus. Und übersetzt eben auf die Nummer 74 heißt es, eine Dingheit, wird von einer Dingheit gesprochen, die von Antisthenes nicht sinnlich wahrgenommen werden kann, aber eben trotzdem sein soll, was es ist und nichts anderes. Das ist Man kann sich immer noch wundern, wie überhaupt alles so möglich ist, wie das möglich ist. Gut, jetzt haben wir noch eine längere Passage, da muss ich jetzt doch nochmal, ja, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Soll ich das noch anreißen? Gut, ich reiße es nochmal an, vielleicht ist kommt dann nochmal eine Verbindung zustande zu dem, was vorher schon besprochen wurde. Und wenn ich längere Passagen da aufzeichne, dann hat das auch seinen guten Grund. Das heißt, es kann dann auch nicht schaden, wenn das Ganze nochmal wiederholt wird. Also, ich fange mal an und belasse es in der Vorlesung. Und wir machen dann nächstes Mal in der Folge 8, geht es dann weiter. Also, blub, 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 ich glaube, es ist, ja, es geht wieder um Kant, aber hier von den Neukantianern kommt hier ein Kommentar sozusagen auf Kant und seine, da ist sogar noch die Seitenanzahl
angegeben, A heißt die erste Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft und B ist die zweite Ausgabe. Jetzt höre ich aber von meinem Chronometer, dass wir eigentlich schon die 30 Minuten erreicht haben und das macht jetzt keinen Sinn mehr, hier nochmal das jetzt nochmal anzureißen. Gut, Freunde der Nacht, hat mich wieder mal gefreut. Die Nummer 7 ist im Kasten und ich verabschiede mich mit dem üblichen Peace. Trotz allem, Kritik ist Kritik, manchmal polemisch, aber eben immer auch konstruktiv und deswegen nicht schon, aber eben Peace, okay? Und out.